Haben wir genug Geld in der Kasse, damit irgendjemand forschen kann, ob es freie Energie gibt und wie man die nutzen kann? Oder haben wir genug Geld in der Kasse, damit wir irgendwo forschen, wie man Krebs wirklich heilen kann oder noch besser vermeiden kann? Haben wir genug Geld dafür? Entschuldigung bitte, was ist das für eine Frage? Was spielt Geld in dem Zusammenhang überhaupt für eine Rolle? Ist nicht die Gesundheit sowieso wichtiger als das Geld? Das Geld, was wir heute als Geld bezeichnen, das entsteht ja, indem Banken etwas verleihen. Die geben einen Kredit. Dadurch wird ja Geld erzeugt. Sämtliches Geld, also wenn wir jetzt hier unsere Geldbörsen hier auf den Tisch legen würden, ja, alles was da drin ist, hat sich irgendwer mal ausleihen müssen, damit das überhaupt in Umlauf kommt. Und derjenige, der sich das geliehen hat, der hat es jetzt natürlich nicht mehr und der muss es aber theoretisch zurückzahlen. Das könnte zum Beispiel jetzt auch der Staat sein. Ja? Der müsste es uns eigentlich wieder wegnehmen, komplett, um die Schulden zurückzahlen zu können. Hat dann aber das Problem, dass er zusätzlich noch Zinsen bezahlen muss. Und dieses Geld existiert noch nicht und dafür müssen wieder neue Kredite in Umlauf gebracht werden. Das heißt, wieder jemand muss sich verschulden, muss eine Sicherheit erzeugen, beispielsweise ein neues Wirtschaftsgut, wie zum Beispiel ein Einfamilienhaus. Darauf kann man dann wieder die Geldmenge erhöhen, ja, weil das ist ja dann gedeckt durch dieses Haus, Geldmenge wächst. Und damit diese zusätzliche Geldmenge auch immer irgendwie gedeckt ist, unterlegt durch Wirtschaftsleistung, muss die Wirtschaft wachsen. Also Hauptsache, wir schaffen möglichst viel Arbeit. Wir müssen ja das Bruttoinlandsprodukt steigern. Das Bruttoinlandsprodukt ist ja definiert als die Menge aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb einer Volkswirtschaft in einem Jahr verbraucht werden. Ja. Ja? Also man muss den Verbrauch ankurbeln. Dazu fällt zum Beispiel auch Munition. Ja? Ja. Also wenn man jetzt viel Munition verbraucht, indem man die abfeuert, ne? Sozial ist was Arbeit schafft, das ist dann sozial, ne? Also diese ganzen Kriegsprojekte, die da momentan also überlaufen. Also Libyen platt machen ist sozial. Müsste und nach Sinne der Definition, ja. Wie sie unsere Politiker alle, also alle Politiker übrigens, egal welche Partei gebrauchen, ja. Ist es dann Wachstum und sozial und gut für unsere Wirtschaft. Ja? Und wir müssen das machen, weil da hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Ja. Ne? Auch so die Medizin, ja. Also je mehr kranke Menschen es gibt, die dann behandelt werden müssen, hängt dann auch mit der Ernährung zusammen. Wenn die sich ungesund ernähren, ja, dann konsumieren sie erstmal viel Nahrung, das kurbelt die Wirtschaft an. Dann konsumieren sie viele Medikamente, dann wächst das BIP und uns geht's gut. Ne? Das ist so unser Wohlstandsindikator. Und stell dir einfach mal vor, die Wirtschaft wächst jedes Jahr, so wie sich das die Politiker wünschen. Alle Politiker, ja, auch die Grünen, beispielsweise um 2,8%. Ich habe diese Zahl mal genommen, denn 2,8% führt zu einer Verdoppelung der Wirtschaftsleistung nach 25 Jahren. Also wir brauchen dann in 25 Jahren doppelt so viel Energie wie heute. In 50 Jahren brauchen wir dann viermal so viel Energie wie heute. In 75 Jahren achtmal. In 100 Jahren brauchen wir 16-mal so viel Energie wie heute. Ja, und dann müssen 16-mal so viele Autos produziert werden, 16-mal so viele Häuser gebaut, 16-mal so viele Straßen, Bahnlinien, Züge, alles 16-fach. Wir haben ein Wirtschaftssystem, was nicht auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist, sondern auf Wachstum. Es muss wachsen, sonst wir uns immer weiter verschulden müssen, immer weiter arbeiten müssen für diese Schulden. Also wir zahlen ja über unsere Steuern auch Zinsen wiederum. Ja, die stecken da ja drin. Das ist jetzt die zweitgrößte Position im Bundeshaushalt, sind ja die Zinsen. Das wird nach oben abgeführt. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Der Zins fließt in alle Kalkulationen ein und steckt in allen Preisen. Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Warum ist es nach der ersten Million viel leichter? Weil ab da lasse ich in Anführungszeichen mein Geld für mich arbeiten, also andere Leute. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Und zwar sind es Größenordnungen, ich habe das mal berechnet für Deutschland, von 400 Milliarden Euro momentan, die da fließen. Und diese Mehrforderung muss allen weggenommen werden, die die realen Produkte erarbeiten. Das heißt, sie muss den Unternehmern weggenommen werden und sie muss den Arbeitnehmern weggenommen werden. Also alle, die das erarbeiten. Und der Finanzsektor erarbeitet ja nichts. Das lässt man dann sparen. Ja, also die Politiker haben ja jetzt einen schönen Begriff geprägt. Wir hätten jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt. Ja, ja. Wir haben unter unseren Verhältnissen gelebt. Und zwar überall in Europa. Überall, auch in Griechenland, in Spanien, haben wir alle unter unseren Verhältnissen gelebt.
Und über die Verhältnisse sind nur die Ansprüche des Finanzsektors gewachsen, die von allen anderen, die unter ihren Verhältnissen gelebt haben, bedient werden müssen. Und natürlich die wenigen Leute, die tatsächlich sehr, sehr hoch im Staat investiert sind und daraus ihre Zinserträge generieren und mit diesen Zinserträgen natürlich auch sehr sportlich die Medienlandschaft. Die uns zum Beispiel auch immer wieder politisches Führungspersonal nach oben hebt, was genau diese Interessen bewusst oder unbewusst eben vertritt. Und hier beginnt das ganze Spiel von sich aus natürlich zu wirken und die Kontrolle und die Einflussnahme der tatsächlichen Herrschaft findet auf die parlamentarischen demokratischen Strukturen statt. Diese Guthaben dieser wenigen Menschen, die wachsen immer stärker und immer noch stärker. Durch die Zinszahlungen und durch die Wiederanlage der Zinsen, den sogenannten Zinseszinseffekt. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent, in der dritten Woche 4. In der vierten Woche 18. In der achten Woche 1,28 Euro. Nach Woche 21 bekämen Sie dann 10.000 Euro. Nach 26 Wochen, eine Woche später, in der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen. Exponentielles Wachstum können wir uns nur sehr schwer vorstellen. Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Wir haben wirklich keine historischen guten Vorbilder für Schrumpfungsprozesse. Gibt es nicht. Es gibt immer nur die Totalzerstörung. Es gibt immer nur die Totalzerstörung und für die Ökonomen ist das inzwischen völlig normal. Ein Crash, eine Hyperinflation, ein Krieg. Das sind die drei Möglichkeiten. Das westliche Bankensystem, die Regierungen, müssen ja gar nicht das Rad neu erfinden. Es reicht schon, sich an das Rad zu erinnern. Denn auch die Christen haben einst den Zinswucher verboten. Ausbeutung jeder Art, maßlose Risiken und Geld bloß aus Geld machen. All diese Punkte sind im Islam streng verboten. Die gesamten Finanzgeschäfte müssen auf Kauf und Verkauf tatsächlicher Werte beruhen. Dann können sie Kauf und Verkauf finanzieren. Aber was sie nicht tun dürfen, ist jemandem Geld leihen und lediglich dafür, dass sie es ihm geliehen haben, dann eine Gebühr kassieren. Beim Hauskauf gibt es keinen Kredit. Stattdessen kauft die Bank das Haus, bietet es dem Kunden dann zum Mietkauf an. Wir haben dort immer zwei Menschen, zwei Parteien, die eine Partnerschaft eingehen und beide zu gleichen Teilen das Risiko dieser Partnerschaft tragen. Das verzinste Schuldgeld mit der Schuldgeldschöpfung haben wir abgehandelt. Für die Zinsen wird kein Geld geschöpft, die müssen wir uns gegenseitig wegnehmen. Und solange wir jetzt mit Angebot und Nachfrage das Ganze regeln, werden wir natürlich auch in der Verknappung bleiben. Solange wir in verknappter Materie einen Wert sehen, werden wir uns zwangsläufig die Köpfe einschlagen. Aus der Konkurrenz entsteht der Mangel und die Knappheit. In der Kooperation, ja, kommen wir zur Fülle. Stärkster Motivationsfaktor ist das Gelingen von Beziehungen und daraus ergibt sich der höchste Leistungsansporn und einer der Faktoren, die uns am verlässlichsten zum Glück bringen. Und Glück und Leistung, was willst du mehr? Schlagt die Gemeinwohlbewegung vor, dass das Gelingen von Beziehungen in allen Bereichen des Zusammenlebens gefördert werden sollte, auch in der Wirtschaft. Ihrer Erfahrung nach sind es welche Werte, die zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen? Vertrauen. Respekt. Wertschätzung. Toleranz. Wertschätzung. Miteinander. Fairness. Altruismus. Verlässlichkeit. Liebe. Kooperation. 11 Werte sind rasch genannt worden. Hat jemand bei einem der 11 aufgezählten Werte ein Nein wahrgenommen? Ich stimme nicht zu, dass dieser Wert dazu beiträgt, dass Beziehungen gelingen. Kein Nein. Alle, weiß nicht wie viele, 150 Menschen sind einverstanden mit 11 Werten. Und doch ist es keine Überraschung, weil sich das in jedem Vortragssaal wiederholt, nicht nur in Deutschland oder Österreich, sondern weltweit. Welche Werte werden gefördert, systemisch verstärkt und vielleicht sogar belohnt durch Gewinnstreben und Konkurrenz Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach? Einzigkeit. Egoismus. Misstrauen. Durchsetzungsvermögen. Gier. Neid. Mobbing. Angst. Rücksichtslosigkeit. Armut. Geiz. Ehrgeiz. Das sind jetzt 13 Werte aufgezählt worden, sehr schnell, vorhin 11, jetzt 13. Haben Sie einen Wert gehört, der vorhin auch zur Antwort gegeben wurde?
13, 11, 24 Werte und nicht einer deckungsgleich. Die Gemeinwirkung an dieser Stelle ist eine vollkommen offene Wirtschaftsordnung in der Bedeutung, dass wir zwar, um überhaupt in der Diskussion ernst genommen und angenommen zu werden, haben wir ein vollständiges und in sich schlüssiges alternatives Wirtschaftsmodell entwickelt, aber nicht, um jetzt zu fordern, dass dieses umgesetzt werden soll oder dass alle jetzt diese neue Ideologie oder Doktrin übernehmen sollen, sondern wir sagen, das ist nur ein Denkmodell und die einzige Forderung, die die Gemeinwohlökonomiebewegung hat, ist, dass die Grundfragen einer Wirtschaftsordnung vom demokratischen Souverän, das ist die Demokratie, die allgemeine Bevölkerung, diskutiert und entschieden werden soll. Mein Leitspruch ist, Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Was meine ich damit? Ein demokratisches Geldsystem ist eines, wo die gesamte Bevölkerung, unabhängig vom Bildungsgrad, weiß, was dieses Geld eigentlich ist, welche Funktion es hat, wie es entsteht, wie es vernichtet wird und nach welchen Regeln man es verwendet. Nur wenn die Menschen alles das wirklich wissen, können sie dem auch zustimmen. Und nur ein demokratisch von allen gemeinsam beschlossenes Geldsystem ist für mich ein legales Geldsystem. Also wir können damit mit Freiheit und Transparenz eine Komplettversorgung der Bevölkerung in allen Lebenslagen auf die Beine stellen. Weil das Lustige ist, dass wir in der Realwirtschaft diese ganzen Ressourcen ja haben. Es gibt sie, es gibt die Ideen, es gibt die Fähigkeiten, es gibt die Rohstoffe. Was es nicht gibt, ist meistens die Zeit, die die Menschen brauchen, um diese Dinge zu tun. Weil sie heute ziemlich sinnlose und teilweise schädliche Dinge tun, um ihre Rechnungen zu bezahlen. In Euro oder Franken wird es so ein bedingungsloses Grundeinkommen kaum geben können. Das ist, es sei denn, man müsste es dann wirklich von den Steuerzahlern holen, die dann sich wieder noch mehr anstrengen müssen. Es gäbe ja noch eine Spirale, die immer schlimmer wird. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte funktionieren in einem ganz anderen Finanzsystem. Man könnte diese ganzen Probleme alle mit einem Schlag lösen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen. Diese ganzen Staatspleite-Orgien, die heute ablaufen, könnte man mit einem Schlag stoppen. Und man könnte diesen Wachstumswahn der Wirtschaft, also man könnte die Wirtschaft umstellen auf eine Wirtschaft, die der Bedürfnisbefriedigung dient und nicht nur dem Wachstum. Als Basis dafür braucht man ein anderes Finanzsystem, und zwar eines, was ohne Zins und Zinseszins funktioniert. Und da gibt es sehr viele Überlegungen, die natürlich in der Geschichte schon sehr weit ausgeprägt sind. Also es gab im frühen Mittelalter 300 Jahre lang in ganz Mitteleuropa eine Zeit des totalen Friedens und des breiten Wohlstands. Also wenn es hochkam, haben die 20 Stunden in der Woche gearbeitet. Und in diesen 20 Stunden haben die alle wunderschönen mittelalterlichen Städte gegründet. Ist die Hanse entstanden, ja. Das waren ärmliche Fischerdörfer rund um die Ostsee, haben sich zu blühenden und den reichsten Städten der damaligen Welt entwickelt. In diesen 300 Jahren sind alle großen Dom und Kathedralen gebaut worden, die wir haben. Ist mit dem passiert, was ich heute fließendes Geld nenne. Ja. Da gab es sogenannte Braktiaten, das waren kleine Münzen, und nach am Ende des Jahres waren die ungültig. Und dann sind die Leute mit den Münzen zum Fürsten gegangen oder zum Bischof oder zu wem auch immer und haben die umgetauscht gegen neue Münzen. Und der hat dann für 10 Münzen hat er 8 nur zurückgegeben mit dem neuen Jahresstempel. Ja. Und dann haben die Leute sich gesagt, naja, ehe ich das jetzt dem Fürsten zurückgebe und dann 2 weniger kriege, da gebe ich es doch lieber aus. Und so sind die ganzen Investitionen entstanden. Nennt sich fließendes Geld. Fließendes Geld, ja. Das hat so eine Funktion drin, dass das Geld durch eine öffentliche Zentralbank emittiert wird. Und es zirkuliert in der Wirtschaft. Es bleibt im System. Es bleibt im System. Und fließt. Ja, und es gibt eine Fließgebühr. Das sind also das ist der Negativzins, wo wir jetzt ja auch schon zum Teil haben. Haben, ja, haben wir ja schon. Und über diese Negativzinsen wird der Staatshaushalt finanziert. Das ist der Unterschied. Und heute würde es auch geldpolitisch sofort einen Umschwenk machen. Wir bräuchten keine Kriege mehr, wir hätten Frieden. Wir bräuchten maximal 20 Stunden Arbeit in der Woche, um den heutigen Lebensstandard zu halten und qualitatives Wachstum haben, wenn wir heute fließendes Geld einführen würden. In Preisen von heute hätten wir alle bei fließendem Geld den doppelten Lebensstandard. Ja. Die wichtigste Folge ist, dass man nur noch reich werden kann durch Arbeit und nicht mehr durch Geld. Denn Geld wächst nicht mehr von selber. Ja. Wenn man ein fließendes Geld einführt, wird es dazu führen, dass die Spekulationen in Grund und Boden in die Höhe schießen. Mit dem sozialen Bodenrecht wird es einen Ausgleich geben zwischen denen, die jetzt gar keinen Boden haben, weil sie ihn nicht nutzen, weil sie ihn auch nicht brauchen, und denen, die viel Boden nutzen und ihn brauchen. Und zwar einen direkten Ausgleich, so ähnlich wie wir heute auch schon haben, über die eine Grundsteuer gibt es ja auch, nur fließen die dann nicht mehr dem Staate zu, sondern denen, die sagen, ich verzichte auf meinen Teil, ich brauche keinen Quadratkilometer, ja, und bekomme dafür eine Entschädigung. Weil der es nutzen möchte,
der erzielt ja einen gewissen Ertrag daraus. Mhm. Und ein Teil davon fließt mir zu, als derjenige, der sagt, ich brauche es nicht. Kooperation statt Konkurrenz und Wettkampf, nicht dieses berühmte Kampfdenken. Ökologie und Nachhaltigkeit sind sofort leistbar mit dem richtigen Geldsystem.